Ja, boom. Jetzt hat sich voll geil angehört bei mir. Oh Ich weiß, du stehst auf meine yeah. Stimme. In Las Vegas ist es verboten, einen Stein zu heiraten. Hallo erstmal. So. Hallo, erstmal, ich bin Flüre. So, sehr schönes Spiel. Ein verdammt schönes Spiel. So, Claire, einladen. Hast du gerade geklatscht, ey, kleiner Hund? Weißt du, wie der Bimbo früher, weißt du, der wurde dann... Wie ein Es Bimbo, dürstet ey. mich nach einem kühlen Nass. Ja, es dürftet nach einem kühlen Nass. Hüsterchen. Hüsterchen, So. Your way in. Treffen sich zwei Gangplanks, einer kritisch. Ah, Toll. ja. Es sind fast so eine Witze, wie wir von Manu gewohnt sind, ey. Funktionier-Vibe. Klatsch, klatsch. Ach, treffen sich zwei Gangplanks. Ich hab grad eben Gangbang verstanden, deswegen habe ich jetzt überlegt, was denken der, aber dann Gangplank, dann ergibt das alles Sinn. Ach ja, ey. Sag, ich muss weiter einladen hier, ne? Geht ja gar nicht. Jungs, bisschen Pause. Ja, ich lade trotzdem nur ein. Ich lade nur ein. Ach ja, ey. Das war ein echt geiles Game, Mann. Aber der Blitz hat auch echt... Seine Grabs waren Deine Hammer. Grabs, ne? Die waren übel, ey. So müsstest du auch mal treffen, wenn du Blitzcrank spielst. Noch das sagst gerade du, Alter. Du bist so richtig Ich bin übel, Mann. Blitzcrank Overpro. Ich treffe Deine Mutter ist Overpro mit Blitz, Alter. Ja, soll ich dir noch sagen, was Overpro ist? Erzähl es mir. Ich. Ja, natürlich. Epische Nami. Ich will mal eine Wii sehen, Leute. Zeigt mir doch endlich mal eine Wii. Ey, das ist von mir. Zeigt mir die Wii. Das muss auch. Der Supporter, ne? So, jetzt erstmal in den Chatraum gucken. Ich hatte eben schon Kribbeln in der Finger, weil ich nicht die Leute grüßen konnte, falls hier welche neu reingekommen. Kalidios. Kalidios ist doch neu, oder nicht? Guten Tag, Kalidios. Kati Sabo ist nämlich, der ist schon länger hier. Was macht Saria da? Die einfach in das Team von Reckless One. Gemischte Teams, Leute. The D-Light und Turax. Nur für mich machst du wie jetzt. Mach es nur, wenn du meinst, dass es auch gut ist. Aber ihr habt ihr jetzt habt ihr natürlich ein Free Game, ne? Das könnt ihr auch verlieren. Also könnt ihr auch trollen. Ja, ihr könnt trollen, ey. Hat nicht so spaßig damit umgehen. Ja, aber dann ist ja natürlich das letzte Game losgehen. Noch gefährlicher, weil da muss dann auch alles stimmen. Ich weiß nicht, vergessen? Ich würde einfach wie jetzt gerne mal sehen. Deswegen. Zuletzt spielt Forgotten State, genau. Vor. Ja, die wollen jetzt eben ein bisschen Pause. Die können wir wohl ein paar Minuten gönnen. Melden Sie sich unverbindlich NP. Per E-Mail an werbung@rautemusik.de. NP. NP. Besitzer von Teufel Lautsprecher. Pause. Ja, das gucken wir uns ein Fail-Video an. Airbus vorüberfliegen. Ein Fail-Video. Kein fetter Airbus? Kein Wunder. Wenn kein Teufel drin steckt, kommt auch kein Sound raus. One, two, three, four. Typisch Teufel. 8 Wochen Probezeit bis zu 12 Guck ich mal nach dem Fail-Video. Einer kritisch. Also, hol dir den Teufelsound ins Haus. Wow. Jetzt. Ich brauche nicht länger, ich muss nur jeden einzelnen Namen. Auf meiner Liste wieder ein LOL. Und dann wieder auf meine Liste, dann wieder ein LOL. Auf meine Liste, dann wieder ein LOL. Dauert. Ich hab wieder keinen Sound. Mit dem größten LTE-Netz Deutschlands. Willkommen bei Vodafone. Aber was ist das denn, ey? Das ist... Warum versucht man in eine fucking Mülltonne zu springen? Ja. Das wäre schon fast Kevin Reif. Oh.
Warum versucht man in einer Mülltonne auch so ein Kreisel-Ding da? Lol. Ah. Bam! Das ist geil, da hab ich mich über Schrott gelacht damals. Das ist mal zum ersten Mal gesehen. LOL! Alter, was macht der denn für einen Scheiß? Ach, das kennen wir ja schon. Das kennen wir auch. Ja, ja, aber hier wurde gerade bemerkt, dass du als Lesezeichen eine Pornoseite hast. Ja. Oh Mann, ja. Das kannst du nicht verheimlichen, das haben wir alle gesehen. Bam! Oh. Lol! Was war das denn, Alter? Erstmal so ein Ding an den Kopf werfen. Bam. Oh Mann, ey. Ey, das ist richtig heftig, ey. Das ist richtig heftig. Oh nein. Was kommt jetzt? Oh, meine Fresse, ey. Er hat ihn ganz schön auf die Eier. Bam. Good job. Win. Guckt euch den an, Alter. What's up, boom. Oh Mann. Wie kann man nur so dumm sein? Was macht er denn da? Aber richtig schlecht. Nicht mal ansatzweise ein Rückwärtssalto. Oh. Okay, das ist wirklich das Dümmste von allen, ey. Ach ja, die Wii. Das der Typ ich. Lässt einfach mal seine scheiß Fernbedienung los, ey. Kommt das denn her, Alter? Irgendwoher kommt so ein Scheißding. Oh, das tut weh. Was macht der denn? Nee, es gibt noch keinen. Lol. Zurückspulen, ey. Der schluckt Sand, Mann. Ja, was ist denn jetzt hier los? Bruder ist auf dem Pott. Ei, 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 ei. Hm. Wir haben die 280 Likes auf Facebook. Bam. Alle wollen, dass wir auf die blöde URL Replay-Seite gehen. Und es geht los. Musikhaus live in the mix.
So. 281 Likes. Bam. OP. Nur noch 19 mehr und unser Wochenendziel ist erreicht. Lisinban. Tja, ATN, KSK hier hat keine Lust auf den Lisin von Speedstar. Corky Leona. Es wurde Tarek extra den. Ja, die haben wurde extra Tarek weggenommen. Die spielen momentan steht 1-0 für die Reckless Ones. Mesalor, guten Tag. Nee, das geht nicht mit Ghosten, weil wir gleich 3 Minuten warten werden und dann sind wir alle 3 Minuten hinterher. Nicht? Public Time ist gerade mit im Chat und hier war noch ein anderer, Public Smokey, glaube ich. Ja, da ist er. Guten Tag, Public Smokey. Smokey. Japp ist zensiert, ja. Japp ist auch ein schlimmes Wort. Wir sehen wieder den Rice, diesmal aber auf der Seite der KSK. Pap ist nicht gesperrt. Japaner, glaube ich. Auf die Gangnam Style Performance, ey. Puh. Jetzt ist wieder der Xerath ausgepackt und Kill in Heaven spielt den Käfer im Jungle. Diesmal spielt Reckless Ones die Tarek MF Botlane. Aha. Und Speedstar packt wie aus. Na siehste. Oder doch nicht. Puh. Jax und Irelia. Chaco. Jax. Heimerdinger hätte einer gerne gesehen. Der Kalidos. Der Kalidios. Heimerdinger gibt's nicht. Soll ich euch mal zeigen, was die OP-Chat-Farbe ist? So, jeder, der gelb hat, ist obergay. Ach ja, der Klöhr. Lila ist die Obermacker-Farbe schlechthin. Wer lila hat, ist einfach der Overpro vom Overpro. Ich glaube, Klöhr einfach kein einziges Wort.
mein Rot ist zwar meine Lieblingsfarbe, aber nicht viel zu viele von euch haben schon Rot. Deswegen ist Lila das Overpro. Siehst du, Mac, Mr. Flower Stick ist jetzt auch schon Overpro. Und das ist Musik, bitte. Samstagabend, 21 Uhr, 14 Minuten, um genau zu sein. Noch 46 Minuten. Live für euch. Hi, Klöst, sehr homoerotisch. Bye. Den Paul. Der Epic Fail, ey. Der hat für euch dann im Gepäck Dirty Dutch. Und dicke, fette Elektrobeats. Macht also dann ordentlich Dampf. Lohnt sich dran zu bleiben. Dann mindestens bis 0 Uhr. Der ist wirklich wieder gegangen, ey, dieser Failer. Das ist einer, ey. Und in den nächsten 46 Minuten dann für euch. Ein Pro, aber nicht so einer wie ihr Moderatoren. Ey, wir sind keine Moderatoren, wir sind Kommentatoren. Wir sind Klugscheiße. Genau. Klörs will Streamclown und der MC-Manager und ich bin der Streamer. Sammeln hier so, als würden wir was können und dann am Ende, wie letztes Mal, als wir die Teams schlecht geredet haben, so, also so gesagt haben, oh, das war schlecht, Aktion schlecht, dann spielen wir gegen die und verlieren übel. Einfach nur als Strafe dafür, dass wir halt über sie so hergesammelt haben. Reden kann man immer gut. Ja. Aber ich bin halt einfach der Bessere, müsst ihr alle wissen. Ich und Affe. Ich habe ihn 1 gegen 1 abgezogen, das sagt alles. Das sagt einfach alles. Ob ich immer noch auf die Beine von Hotshot GG stehe, Alter. Mann, wenn der da seine komische Schenkel da die ganze Zeit in die Kamera zeigt, ey, den kann ich mir nicht lange angucken. Servus, Epic hat recht. Bye. Diese Vögel, ey. Reality 1402, guten Tag. Ein neuer Name in dem Chat. In diese Uhrzeit, so spät. Um 8:45 ist es schon. Es ist schon 8:45, Alter. Langsam werde ich auch müde. Ich glaube, nach dem Turnier gehe ich auch auf, ey. Doch, heute nicht Mutter, mehr. Wir müssen erstmal noch ein bisschen Folgen aufnehmen für Borderlands. Boah, deine Mutter, Alter. Können wir das nicht morgen machen? Definitiv, nein. Definitiv, Alter. Was willst du denn noch heute aufnehmen? Wie wir alle so... Unsere Zunge ist schon wund und wieder noch ein Let's Play. Jetzt rumsappeln, als wäre mir behindert und besoffen. Ey, das sieht, Schnauze jetzt! Pass auf! Warum läuft, apropos, mir fällt gerade auf, meine Musik läuft nicht mehr. Lol. Pass auf! Oh nee, das? Alter, das ist doch übelste Rosse. Alter, das ist so der Hammer, Mann! Dieses ich hasse, Lied! Das gibt das Gefühl von Loneliness, weißt du? Loneliness, Alter! Loli gut, sagt, aber ein ey, Claire, lass mich mal raus. War wo, wie raus? Ja, jetzt überleg doch mal. Mann, ja. Ey. Da sollte jetzt eigentlich... Aber es kommt nicht. Das ist ja auch übel scheiße, ey. Sonst würdest du allein in der Stadt stehen und irgendein Stadtmusikant würde noch so mit seiner Trompete. Bist du behindert? Was soll das denn heißen? Ach so. Ach, ich hab deine Mutter, das fällt mir mittlerweile schon gar nicht mehr auf. Kommt aber auch ganz schön fail, wenn jemand von ihnen auch noch anwesend ist. Ach ja. Abfall okay, ihr redet jetzt, sagen wir mal, 8 Stunden... Moll dran labern. Okay, ihr redet jetzt, sagen wir mal, 8 Stunden. Moll dran laber schon seit 30 Stunden und dem geht es gut. Wer ist Moll dran? So, ich bin jetzt aber lieber wieder blau, das passt zu ihm, sagt er. Aha. Jetzt geht's los. Bam. Boah, das ist so übelste Rotte, Alter. Das geht überhaupt nicht ab. Da ist einfach nichts drin in dem Chat. Das geht ab. Einfach nur.
Daran liegt die Qualität eines Lieds. Pam! Jetzt muss ich eh ausmachen. Ja, das ist doch voll geil, Mann, dieses. Das geht die ganze Zeit nur. Das ist voll langweilig, ey. Da kommt nichts mehr rüber. D3-Streamer, der macht 50-Stunden-Marathon. Was ist das denn für einer? 50-Stunden-Marathon müsste ich auch mal machen. Aber bis jetzt gab es nur 24 Stunden. Macht 50 Stunden, Alter. Wie will man denn 50 Stunden? Kann mir das mal jemand von euch sagen? Weißt du, man schafft vielleicht die Müdigkeit zu überwinden, aber man irgendwann hat man keine Lust mehr zu zocken. Wenn ich 18 Stunden oder so zocke würde, hätte ich gar keine Lust mehr. Ey, sowas wie, ich habe ja auch Ion durchgesuchtet. Ion hätte ich auch 50 Stunden am Stück zocken können, zumindest noch beim Leveln. Ja, ich finde so MMORPGs so scheiße langweilig. Die ganze Zeit auf Viecher drauf ploppen. Und dann kriegst du immer so 0,00000001% mehr, weißt du? Und dann die ganze Nacht auf Minions draufkloppen, dann als Endergebnis hast du 1,2% mehr. Boah. Weiß ich nur von einem Kumpel aus Metin, der so lange braucht, weil er Level 80 war. Metin ist auch das letzte scheiß Drecksgame, Alter. Das Ion braucht gar genau nicht so lang. Ach, Ion ist mega Hammer, Alter. Ion ist richtig geil. Später im PvP, Mann, das ist so geil, das macht so Bock. Aber es ist halt auch verdammt das übelste Suchti-Game überhaupt. Du brauchst so viel Zeit. So viel Zeit. Weil es ownt, dass 3D sich nicht auf 3D-Grafik bezieht. Oder auf 3D-Effekt. Weil Twitch sowas wie ein Neuanfang wäre. Da kennt mich kein Schwein. Ich Flyer, ey. Dieses Lied ist kacke, MMORPGs sind kacke, das Leben ist kacke. Der Gank auf der Top Lane. Das Exhaust hat den Jax jetzt nicht mehr den Stun auf Olaf rauskriegen lassen. Warum streamen wir nicht auf Twitch TV, sagt er? Wir auch gerade, du Vogel. Der Jax counter-jungelt und geht dabei drauf. Doch nicht. Und Ignite auf Corki, Exhaust auf Corki, First Blood für die Bauergurke. Menschen Skinners. Der hat jetzt auch auf der Top-Lane vorhanden. Verarscht hier die Leute. Und Irelia wird sterben. Isoliert Kaban. Eins, eins, 4-9 zu 4-5. Ach, wenn du gerade das Rad an hättest und du wüsstest, was dir alles abgespielt wird. Super Idee. Ach ja, ist das schön. Did it. Jetzt sagst du, did it ist doch geil, oder was? Did it? Nein. Er sagt, dass dieses da ist, hä? Das liegt aber nicht an mir, Mr. Flower. Das hat sich aber schon so angehört, der Unterton in dem Text. Der Unterton sagt meistens alles, nicht? Der Mesalor hier. Aber es ist schon richtig. Ich hab's wieder verpeilt. So.
du hattest die Stimmlage von Cho gehört, na dann ist es, dann ist es komplett zu verstehen. Dann habe ich das völlig falsch interpretiert. Was war das denn? Ach, der Keks, verrotteter. Ach so, Alter. Der Sound war ja mal mega eklig, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie das Lied heißt. Ich kann mir auch keine Liedernamen merken, also ist, da bin ich richtig schlecht drin. Tja Leute, hier geht nichts ab. Warum steht die gottverdammte Kamera die ganze Zeit auf einem Fleck? Ah, jetzt hier auf der Doppel. Bam! Der Jackstun, der Rise W, das Ignite und kaputt ist der Xerath. Dafür bin ich aber zu faul momentan. Also man hat ja eigentlich auch alles gesehen, aber es hat mich gewundert, dass die Kamera auch wirklich auf einem Fleck hing die ganze Zeit. Weil es war ja eh nichts los, es war in der Mitte war nichts, auf der Toplane war nichts. Hört ihr das immer, dieses... Ach egal, komm. So, ich höre mir jetzt mal dieses Klangkarussell Sonnentanz an. Ich glaube, ob das so viel besser ist. Das ist richtig gut. Wir wollen Teamfight sehen. In diesem Game geht nicht so viel Action wie in dem davor. Das davor war richtig geil. Da hätte der Ryze wahrscheinlich viel auf den Sack bekommen. Wäre da gestunt worden. Und jetzt kommt der Gank K6 Toplane. Das Exhaust of Irelia ist sofort draußen. Er springt hinter die... vor die Irelia, um noch ein paar Autolets rauszukriegen. True Damage, Irelia und Irelia ist tot. Ey, weißt du, weil der Chris, dieser Killer 223, mit dem ich mal gezeigt habe, mit dem du nicht mal zocken willst, ne? Ja. Und der ist ja Sonderschüler, ne? Kann kein Stück Englisch. Jetzt hat er gerade anscheinend, er hat irgendwas an League of Legends Pinwand gepostet und hat anscheinend den Englisch Google Übersetzer gepostet und dann kommt da so ein Müll bei raus, ey, hier. Because I get the Kette. Und nur Rotze bei dir aus deinem Hirn. Post es doch einfach in den Chatraum von... nach dem Game, Alter. Post es einfach im Chatraum von Owen, dann können es alle lesen und ich auch. Ja, aber guck mal, du musst mal überlegen, das ist wie bei Patrick, als er angefangen hat zu denken, das stinkt, dann wie... Upsala, ja, Klangkarussell Sonnentanz, ne, ist OP. Alter, ich hasse das. Fuck, diesen elendigen Fuck. Der Klör im Ratsche-Modus. Herzlich willkommen an die 6 Viewer, die jetzt neu eingeschaltet haben, womit wir wieder bei den 68 sind. Es wird immer weniger, es wird auch immer später. Die Leute wollen natürlich sehen. Momentan ist aber auch Pfade hier, ne? Farmen da, Farmen hier. 11,5k zu 9,8k. Und Original, warum sollte ich auf Twitch streamen? Das habe ich eigentlich so auch schon mal gefragt. Aber da kamen nicht so wirklich die guten Gründe. Und bist du etwa auch ein Twitch-Liebhaber? So. So, das hat er geschrieben, Alter. Age listens to a question with ever changing anything ich den... because I get the Ketzel. Was ist los? Ja, das hat er an die Pon, an die Wand, Inwand von League of Legends gepostet, ey. Ich hab House Channel an. Alter, Klangkaro Sonnentanz, oh, nice, eine Schwuchtelmusik. Hört sich genauso an wie die bei Haus. Da ist kein Unterschied. Es gibt nur dieses... Oh, der Ryze dreht sich nochmal um. Damit hat er den richtigen, Alter, Weg eingeschlagen.
In letzter Zeit wechseln wirklich viele, was ich aber eigentlich nicht verstehe, weil es gibt so wahrscheinlich mal schlechte und mal gute Zeiten. Oh, der True Damage geht auf den Creep. Das ist natürlich mies für die HP-Kosten von Olaf. No. Ja, aber dann verstehe ich aber auch nicht, warum kleine Streamer, die eh nur ihre 10 Viewer oder so haben, wechseln auch. Oder ich kriege auch noch gar kein Geld, ich bin auch noch gar kein Partner von Owned. Also, who cares? Ja, Doran's Boys hat schon was ausgemacht, aber durch das Spiel der Doran's Boys haben mich viele neue Leute kennengelernt und haben mich jetzt auch erst kennengelernt. Das Exhaust auf Olaf und können den Stream ja anscheinend auch gar nicht mal, also können ihn gar nicht mal so schlecht leiden, wollte ich gerade sagen. Aber ich wollte sagen, dass sie den Stream anscheinend gar nicht mal so schlimm finden, nicht? Den kann man sich wohl mal öfter reinziehen. Also hat das wohl auch schon was gebracht, ne? Dann auf Corki, DMF holt die raus, wurde sofort unterbrochen von der Leona. Leona schluckt eine Ignite, Tarik auch eine Ignite, Tarik flasht weg. MF jetzt nochmal, na, hat anscheinend CD auf ihrem Q gehabt. Ja, Recke hat anscheinend dadurch auch unbewusst meinen Stream gepusht, eventuell ein bisschen, nicht? Aber er hat sich freiwillig hier angemeldet bei dem Turnier. So ist es nicht. Doran's Boys, Sieger der Herzen. Mariuzzi, haust du rein? Haust du rein. Habe dich auch durch die Doran's kennengelernt. Ich finde dich gut. Danke für das Lob, Nils. Herzlichsten Dank. Also dieses Game, ich weiß nicht, verhalten sie sich alle ein bisschen vorsichtiger. 2-2 steht's nach 13 Minuten. Da ging die Action eben ja natürlich sehr viel mehr ab. Die Action ging sehr viel mehr ab. Naja. Ja, das Game eben ging ja wohl viel mehr ab, oder Leute? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Olaf zündet Ghost. Werden sie Irelia Tower diven? Weiß ich nicht, da die Kamera auf Botlane geschwenkt ist, aber es sieht nicht danach aus. Jax joint jetzt Toplane. Die Leona Ulti geht auf Tarik und Power Goku mit MF raus. Der Stun von Jax geht nochmal raus, aber der... Die werden... nicht versuchen Tower zu diven, ich wollte gerade sagen. Brainlegs häufen sich. Na, so wollte ich sehe gerade, der Recker hat geschrieben, jetzt geht's los an deinen Streamlink hier und dann alle Doran's Boys unterstützen. Er hat aber bei Facebook gepostet, sehe ich gerade. Siehst du. Also ich würde jetzt an der Stelle auch einen Safe-Sieg oder von KSK, die können sich ja jetzt nochmal die Chance erspielen, das nochmal zu drehen, dass sie ins Finale kommen. Aber an der Stelle von Reckless Ones würde ich jetzt auch vorsichtig spielen und einfach nur gewinnen. Ganz genau, so ist es, Original. So ist es. Nicht mein Hirn leckt, sondern euer Hirn leckt. Von jedem Einzelnen.
Bla bla bla. Bestimmt ist der Player wieder voll gerade. Und das war ein Instant Flash. Der wollte definitiv nicht gekillt werden. Aber hätten die schneller reagiert, ne? Derek Stun, Rice W. Und jetzt haben sie mitgekriegt, dass Derek nicht auf der Botlane ist. Drücken dem der MF erstmal. Jax ist auf der Botlane. Hier sehen wir einen Roller frei. Und wir sind wieder auf der Botlane. Der Stun geht raus. Trifft. Alles gerade auch den Corki getroffen. Jax stirbt. Und von KSK stirbt der Corki. Und Kill in Heaven hat gerade so überlebt. Mit seinem Invis. Nee, bin nicht voll, nur krank. Ach so. Also ich hätte jetzt gedacht, dass der Xerath versucht zu stehlen, aber das kommt jetzt reichlich spät, der Coup. Ein Turm des violetten Teams wurde zerstört. Soraka best AD Carry. Tja, Bot Tower ist gefallen. Auf der Seite von KSK. Und es Ignite auf den Xerath ist draußen. Und Xerath stirbt, der Kuh. Flash Kuh war, glaube ich, war Flash Kuh, ne? Ja, egal. Der Kuh hat gesessen, so. Und der Xerath hat sich den Rest geholt. Brain lag. Ja, ihr merkt es schon, Leute, wenigstens kann ich noch reden, der Kör sagt ja gar nichts. Ja, ich genieße gerade ein bisschen, dass du hier ganze Zeit nur rumlaberst. Mann, ich laber die ganze Zeit. Das wollen die Leute ja, auch. Ja, da bleibt nicht viel Platz für mein Gelaber, deswegen sitze ich hier und gucke. Ich habe vorhin schon gemerkt, meistens in Teamfights oder so sprechen wir beide gleichzeitig und das kommt nicht gut rüber, wenn man dann... Das können nur Frauen können zwei Leute gleichzeitig verstehen. Wir Männer, wenn zwei Leute labern, das hört sich für uns genauso an, wie ich es gerade vorgemacht habe. Deswegen, das ist so fail, verstehst du? Die berühmte Flash-Q-Flash-Q-Kombo. Ein Leona Flash. Ach, weißt du noch, als man damals im Zuschauerraum die Kamera immer selbst steuern musste? Nee, weiß da ich musste nicht. Man noch ein bisschen Fleiß zeigen. Jetzt macht das schön automatisch, kann man sich nach hinten lehnen, das einfach so genießt. Und jetzt kommt der Jax, der Stun ist draußen. Ich glaube, das war's mit der Leona, der... Oh, Leona hat aber jetzt noch mittig den Jax getroffen, sodass er noch gestunt wurde, ne? Der... Derek überlebt das. Da die Creeps den W abgefangen haben. Der K6 überlebt auch wieder ganz kurz. Wie einfach Ryze den Stun schluckt und wieder weitermacht. Oh, jetzt kommt's. Wieder ein Dauer Dive Bam. Und jetzt das nächste kommt. Da ging der Teleport gerade noch durch. Aber ich dachte jetzt, dass das noch reicht. Das wäre auch OP gewesen. Man sieht schon wieder, die Direct Response haben wieder einen Geldvorteil von mehr als 6k mittlerweile. Eieieiei. Bei Klö haben die einen Geldvorteil, keinen Goldvorteil, Leute. Oh, Entschuldigung, dass ich bei einer Währung das Geld benutze, ne? Gold ist eine Währung. Da benutze ich doch nicht immer Gold. Schlimmer wäre es, wenn ich Dollar. Der Olaf gegen Tarek. Keine Chance gegen The Real Man, Tarek. Da, sieht man, die Wecke führe mit 7k. Der Gorki holt sich einfach den Jax like a man in alle rein, stirbt dann aber auch. Ja, like a man mit der richtigen Deck und stirbt allein auch. ja, ey. Da lacht der Klöer. Oh, der Olaf, der zeigt dir seine dicken Eier, lässt sie richtig nach unten baumeln. Ah, oh, Xerath schon aus der Ferne.
Da wird der Olaf geknallt und nicht mal der Tarek stirbt. Der Tarek sagt sich, ne, kauft euch mit Damage, dann könnt ihr euch mit mir anlegen. Heute nicht, heute nicht. Heute nicht. Was ist das für eine Geschmacksrichtung? Kuchengeschmack. Claire geht ja auch mit 10.000 Monopoly Euros zum Einkaufen und sagt dann zur Verkäuferin, der Rest ist für dich, Süße. Oh Mann, das sieht man schon, dass der irgendwo geht ist, ey. Das sieht man doch. Just give me one night in Ibiza, time to get you. Okay, ich hoffe, es ist okay. Die Award kam ein bisschen spät vom Rice, würde ich mal so behaupten. Warte, wir müssen mal ein bisschen Drum in diesen Stream bringen. Wir lassen die langsam nach. Oh, dieser Rice, unglaublich wieder farmt. Keiner will das so gut hinkriegen wie dieser Rice. Und jetzt kriegt er noch Minion-Hits ab. Das könnte sein Ausbruch sein. Und da holt er sich den Blue Buff ab von Jax. Der Jax ist echt ein sehr braver Junge. Das ist wahrscheinlich das Weihnachtsgeschenk an Rice von Jax. Warum hat jetzt der Rice einen Red Buff? Hatte der Rice gerade einen Red Buff? Tatsache. Ey, Rice hat einen Red Buff. Ne meint wahrscheinlich dieses. Meint wahrscheinlich ne. Verstehst du dieses Komma da? Dadurch erkennt man das dieses ne. Ach komm, erzähl doch keinen Schmarrn. Bringt man jemanden dazu, aus der Champion-Auswahl zu liefern? Man schreibt Französisch Fragezeichen, also FR. Ja, da lief man immer. Bam, Stun in your face. Da wird ein Käfer gecatcht. Ist aber, Franzosen, die machen einfach alles kaputt. Jetzt gibt's chinesisch Essen. Die reden immer auf Französisch, die reden nie Englisch. Oh, die MF-Ulti, ey. Man schreibt einfach Fragezeichen. Ach ja. Jetzt kommen wir so langsam die Jugend-Jones. Oder WB kennt sie die schon. Wer spielt gerade? Die Dean schon. Es spielte gerade Reckless Monk gegen Team KSK und ATN. Jo, das Finale für heute. Und wenn es jetzt weitergeht und die Reckless Monks wieder gewinnen, dann sind sie am Sonntag dabei und spielen dann um 50 Euro. Und bei dem Geldpot von jetzt 9000 Euro, da ist echt noch der irgendwas gerade Lava, auf jeden Fall sind 9k Vorteil und bla. Das Bläh. Er weiß, wovon ich rede, wenn er die Gruppe kennt. Das Bläh. Das war's mit dem Käfer und dem Olaf. Ja, aber der Goldteil lässt sich sehen und ja. Team Reckless Ones hier, die farmen viel besser, die machen die einfach kaputt. Aber oh, Fatline wird durchgepusht, sehe ich gerade. Kriegen aber auch nicht viel. Die Irelia, ey, der Kork, der ignoriert die Irelia einfach frech, wie er ist. Aber oh, das ist echt, schon das GG. Nein. Ja, die spielen um 50 Gold. 50 Gold morgen. 50 Gold in WoW. Ja. Oh, da kriegst du auch noch einen drauf. Ja, das ist wahrscheinlich schon das GG. Damit würde ich jetzt auch glatt behaupten, Reckless Ones ist dann am Sonntag dabei. Komm mal, ein Applaus, auch wenn wir es von euch nicht hören können, aber ich will einen Applaus, ein Sternchen von euch sehen, dass ihr einen Applaus für diese beiden guten Teams hier liefert. Ganz genau. War ja wohl echt nicht schlecht. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich die ganze Zeit jetzt mal Klör labern lasse und dabei sehr viel Bullshit um die Ecke kommt, aber who cares? Bullshit. Wir lassen ihn einfach freilaufen. Bla bla bla. Und die Irelia macht da den Ward kaputt. Das ist unfassbar. Und dazu auch den Dragon. 2-1 Preis. Das ist echt unglaublich. Und die Reckless Ones, die beenden das Spiel nicht. Die könnten ja einfach den nächsten Touch tun. Sie aber nicht, weil sie das Spiel sicher gewinnen wollen. Und da ist die Aufgabe. Und damit kann ich da mal sagen, dass die Reckless Ones morgen dabei sind und spielen gegen Team Hoppelhase. GG. Well play. Reckless Ones ist der Sieger des heutigen Turniers. Sie haben ordentlich aufgeräumt, muss ich sagen. Ey komm, ich bin auch nicht der Einzige, der ernsthaft Applaus gibt, oder?